Gespielt wird heute Dodgeball. Quasi die amerikanische Version vom Völkerball. Bisschen schneller, bisschen aggressiver das Ganze. Also es ist ein Sport, der rund um den Körper fordert. Wie beim Völkerball, was man so kennt aus der Grundschule, aus der Schule. Generell ist es meiner Meinung nach beim Dodgeball wichtig, dass man schnell auf den Beinen ist. Vor allem was Stoppschritte angeht. Man muss ausweichen können, man muss gleichzeitig auch werfen können. Heute speziell ist es irgendwo auch Durchhaltevermögen. Kommt es darauf an, wie man in Runde 7 dann noch da steht. Also spielen noch mehr Faktoren rein wie beim normalen Dodgeball. Letztes Jahr gewonnen und dieses Jahr wollen wir diesen Sieg fortsetzen, wollen auf jeden Fall den Titel verteidigen und das ein bisschen bekannter machen. Letztes Jahr haben wir 16 Teams hier und dieses Jahr sind wir 22. Vielleicht nächstes Jahr noch mit einer Vorentscheidung oder über zwei Tage. Man muss es gut coachen, man muss motivieren und natürlich zum wöchentlichen Training überprüfen. Sie müssen auf jeden Fall Leistung bringen und motiviert sein. Und gut, wenn noch was Schlimmes passiert oder was nicht so gut läuft, dann kann man es auch mal ein bisschen verhätscheln, ein paar tätscheln, aber dann müsst ihr auch wieder ankotzen. Ich bin mittlerweile Interimscoach von Gulasch e.V. An meiner Seite habe ich hier Florian Milz. Natürlich haben wir langfristige Ziele. Sportlich ist natürlich immer unser Ziel, jeden Pokal zu gewinnen, den es gibt. Denn wir sind einfach ziemlich gut. Mein persönlich langfristiges Ziel ist, solange wie möglich, solange meine Knochen mich tragen, bei Gulasch mitzuspielen, mitzumachen, Titel zu gewinnen, ist natürlich immer unser Ziel, alles zu gewinnen. Im Endeffekt, was willst du, wenn du nicht der Erste bist? Bist immer der erste Verlierer. Meine größten Verpflichtungen sind auf jeden Fall, dass der Spaß im Vordergrund steht. Dazu kommt das Gesellige mit ein bisschen ab und zu was trinken. Und als dritter Punkt, ich weiß nicht, klar, es macht immer Spaß, mit Gulasch unterwegs zu sein. Und wir verbreiten aber auch gerne Freude für andere Leute, also nicht nur für uns selbst. Weil einfach, weil wir uns immer bemühen und immer alles geben. Aufgabenorientiert auf jeden Fall, wir wollen halt alles, was wir uns vornehmen, wollen wir umsetzen. Einmal frei, denn dafür sind wir ein Verein, wir wollen unsere Aufgaben erfüllen und beziehungsorientiert, wir sind eine große Familie. Wir sind einfach nur mittlerweile, glaube ich, 26 Freunde, die den Verein gegründet haben und die einfach Spaß daran haben. Wir sind eigentlich ein geiler Club. Thank you.